Ich grüße Sie. Wir sind wieder auf der Leitung und wollen mal sehen, dass wir heute ein bisschen weiterkommen. Zuletzt haben wir ja unsere kleinen Sämlinge gesehen, die wir vorgezogen haben. Nicht in Erde, sondern in einem feuchten Tempotaschentuch. Und da will ich Ihnen nur ganz kurz zeigen, wie ich da schon die ersten, ich weiß nicht, ob Sie es gut sehen, vor 3 Tagen gepflanzt habe und wie sie sich schon strecken. Sie wollen eben ans Licht. Damit Sie wissen, dass wir auch umweltfreundlich arbeiten wollen, das kennen Sie ja alle, die Pflanztöpfchen aus Kunststoff, Plastik, das brauchen wir nicht, sondern wir sammeln unsere leeren Toilettenrollen, schneiden die in der Mitte durch, habe sie vorher mit dem Bleistift angezeichnet. So, nehme mir ein scharfes Messer. So. Sehen Sie, und so habe ich mein perfektes Pflanztöpfchen aus Papier, festem Papier. Ich habe es hier schon ein bisschen vorbereitet, da reingetan, und dann nehmen Sie ein bisschen schöne Erde gesiebt, machen das voll. Ich will es Ihnen noch zeigen. Ja. Einfach in eine Plastikdose. Das ist ein Kunststoffbehälter, den Sie überall kaufen können, wo das Eis drin ist. Ja, sowas braucht man nicht mehr wegwerfen. Das können wir alles als Pflanztöpfchen nehmen. Ja? Sehen Sie es? Jetzt tun wir unsere halben Rollen da reinstecken. Ja? So. Wollen mal 6 Stück nehmen. Die reichen uns erstmal. Ja, wenn ich es enger gemacht hätte, hätten wir auch 8 nehmen können. Aber so geht es auch schon mal. So. Jetzt mache ich da noch ein bisschen Erde drauf, dass es voll ist. So, das können Sie auf jede Fensterbank, wo Licht ist, anziehen, bis dass Sie groß genug sind zum Umpflanzen. So. Noch ein bisschen. So, bisschen schütteln. Das geht sofort anfeuchten, weil Wasser brauchen Sie. Ich hatte Ihnen schon gesagt, die Pflanze ist sehr durstig. Das lasse ich jetzt langsam dabei ziehen. Ja. So arbeiten wir auch naturbedingt ohne Plastik, Kunststoff. Natürlich der Behälter ist. Sie können aber auch jedes andere Töpfchen nehmen. Ich will es mal versuchen, bin aber noch nicht so weit, dass ich von den Eier, wo die 10 Eier drin sind, die Unterschale können Sie auch nehmen, können da 6 reinmachen. Und also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber das wird Ihnen im Laufe der Zeit dann schon einfallen. Da wollen wir noch ein bisschen Erde drauf machen. Ne? Sehen Sie? Jetzt ist die erste Feuchtigkeit dabei gezogen.
So, jetzt gieße ich das nochmal an. Und dann holen wir unsere kleinen Pflanzenkinder von unserem Teller. Das werden Sie gleich sehen, dass es nachher so aussieht wie hier. Das ist schon mal der Anfang. Wenn wir dieses Experiment gemacht haben, dann gehen wir zu einer anderen Sä- und Pflanzmethode über. Dies war ja nun jetzt was Außergewöhnliches mit den Samenproben. Aber damit Sie sehen, was alles geht, wozu die Pflanze fähig ist, dass sie sich dem Licht entgegenstreckt. Ja? Ich nehme so eine kleine Nagelschere und schneide das aus dem. Moment, ich will Ihnen das mal beiseite stellen. So. Und schneide das jetzt aus diesem feuchten Papier raus. Ist ein bisschen Fummelarbeit, aber es geht ganz gut. Jetzt können Sie sie sogar anfassen. Ja, da habe ich sie. Mache jetzt mit einem Zahnstocher oder Zahnpinselchen so klein, mache hier mein Löchchen rein. Ja, können Sie sie sehen, wie klein sie ist? Die lege ich jetzt da drauf, drücke die nur so ein bisschen an und mache die Erde drum. Um ein bisschen fest, dass nur das kleine Köpfchen rausguckt. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie sehen können. Eine wollen wir noch machen, damit Sie genau wissen, wie ja, schnell und einfach das geht. Denn ich nehme nicht alle, die sehr klein sind, die lasse ich raus. Da ist noch so eine schöne große, die fische ich mir gerne raus. Ja. So. Wollen wir mal gucken, was wir hiervon nehmen. Also das ist jetzt eine Methode, wenn Sie wissen wollen, ist der Samen auch keimfähig, wie viele Jahre habe ich das Tütchen schon im Schrank liegen, weil ich jedes Jahr ein bisschen davon nehme, ja? Dann können Sie das mit so einer Samenprobe auch immer erledigen. Und dann legen Sie immer richtig. So. Die lassen sich dann sehr leicht rausziehen. So, gucken Sie mal hier, ich weiß nicht, ob Sie sehen können, wie lang die Wurzel hier schon ist. Ja? Also sie will eben ans Licht. Jetzt ziehe ich die auch da rein, dass die Wurzel schön in die Vertiefung kommt und drücke es schön an und lasse das Köpfchen. Das sind jetzt zwei Blätter erst, oben rausgucken. Und dann erholt sie sich sehr, sehr schnell in dieser feuchten Erde. Sehen Sie die beiden? Gut zu sehen, ja? So, das ist ein Anhaltspunkt, den ich Ihnen zeigen wollte. Wenn Sie ein gutes Gefühl haben dafür, dann nehmen Sie so eine kleine Gießkanne und gießen nicht jetzt auf die kleine Pflanze, so ein bisschen an der Seite noch, sehen Sie,
dann zieht noch ein bisschen Wasser ringsrum. Sobald sie zu, dann müssen sie immer zusehen, dass die Blätter wieder Luft haben. Können Sie sehen? Ja. Da die guckt ganz raus. Und da tue ich jetzt so ein bisschen den Dreck ab. Und das reicht. Und dann kommen Sie her, wenn Sie irgendwie in der Küche sich was in Kunststoff, hier waren zum Beispiel Pralinen drin, ja, und decken das ruhig, solange, wie wir noch immer eventuell mal kältere Nächte kriegen, und tun das so auf die Fensterbank. Dann trocknet das auch nicht so schnell aus, wenn das ein bisschen abgedeckt ist. Und Sie haben Licht. Also das wäre eine Methode, die wir hier so verwenden können. Hier sehen Sie schon, wie Sie sich erholt haben. Das ist innerhalb 2-3 Tagen. Und bis, dass Sie, wollen wir sagen, 6 Blätter haben, dann ist es soweit, dann können Sie sie schon draußen oder in einen größeren Topf oder wenn Sie einen Kübel haben, dass Sie gar keinen Garten oder Möglichkeiten haben, es im Treppenhaus stellen wollen, dann können Sie schon in einem großen Kübel, dass Sie es nicht nochmal umpflanzen müssen, schon reinsetzen. An eine lichte Stelle, im Flur, Treppenhaus, immer schön gießen und zwar nie drauf, sondern ganz vorsichtig drumherum und dann von unten. Am besten ist immer in einen Wassertopf stellen, weil dann fängt sie an und zieht sich die Feuchtigkeit von unten und die Wurzeln verbreiten sich. Ja, wenn Sie Glück haben, voriges Jahr sind sie 2,20 Meter geworden. Ein kleiner Baum. Natürlich bis Oktober zur Ernte. So lange kann sie wachsen. Also da wünsche ich Ihnen schon mal viel Glück zu. Und das nächste Mal, hier, Sie sehen, wie ich gesammelt habe, wer natürlich größere Sachen, also mehr Pflanzen braucht, diese gibt es in jedem Bauhaus, will ich Ihnen auch sofort zeigen. Sehen Sie, da sind schon Vertiefungen hier unten drin. Ne? Und da können Sie auch Ihre Toilettenrollen schön draufstellen. So, füllen das dann mit Erde und nehmen, ich hatte es Ihnen das letzte Mal schon gezeigt, ein weißes Stück Papier, den Samen drauf und dann sehen Sie genau, wir können das nächste Mal, ja, dann ist es früh genug, dann mache ich also dies größere Mal und zeige ich es Ihnen, wie Sie dann den Samen direkt da drauf machen. Das ist ja nur eine Samenprobe, aber wenn wir schon den ganzen Prozess Hilfe zur Selbsthilfe zeigen wollen, dann wollen wir es auch in allen Variationen machen. Ne? Und Sie können sich aussuchen, wie Sie es haben wollen. Sie können auch noch warten und machen, wollen wir sagen, Ende März, sich im Garten ein kleines Stückchen fertig, tun die Erde schön sieben, dass sie schön weich ist und können es direkt draußen hinsehen und von da aus dann pikieren und verpflanzen. Es kommt immer darauf an, wir wissen noch nicht, wie das Klima reagiert. Also ich denke, wenn wir dieses schon machen, dass wir dann auch hier in Deutschland 2 Ernten haben, ne? Wenn wir so früh anfangen. Das kann man natürlich jetzt noch nicht nach draußen setzen. Das ist die Methode. Das geht's. Das werde ich vorbereiten für nächste Woche, dass wir das voll machen. Und dann können Sie das draufstellen. Das kriegen Sie in jedem Bauhaus, bei Tom und jeder Gärtnerei, weiß ich nicht, aber ich hole das immer im Bauhaus, kostet ein paar Euro, also es ist, und hier haben Sie die Schieber, wenn die es jetzt draußen stehen, drinnen stehen haben an der Fensterbank und die Sonne sehr will, dann schwitzt das und dann können Sie das aufmachen, dass das nicht zugeschwitzt ist, sondern auch frische Luft da ist. Und das ist natürlich, ja, dann das Idealste. Und das machen wir nächstes Mal, dann sehen wir es direkt. Und das übernächste Mal, wir wollen mal sehen, wie das Wetter ist, dann sehen wir es direkt mal draußen hin, um zu sehen, wie das funktioniert. Ich habe draußen schon eine Stelle, da hatte ich auf diesem Tisch gearbeitet mit
den Pflanzen, mit den Blüten, die ich über den Winter im Keller trocknen lassen, in einem Bettbezug oder Kopfkissen. Und die bereite ich dann hier vor für die Samenbank. Dann habe ich das Tuch im Garten ausgeschüttelt. Ja, und ich bin erstaunt und erfreut, da jetzt schon zu sehen bei dem Regen und diesem Klima, dass es ganz, ganz leicht grün wird. Aber das werden wir vielleicht nächstes Mal uns mal angucken können. Also alles Gute, bis zum nächsten Mal.